Hubert Aiwanger bei Lanz, man spricht vom Rachegeist, der alle Interviewpartner rächt, die falsch behandelt wurden. Hallo meine Lieben, du kennst dieses Format der deutschen Talkshow, und zwar Lanz, ja, und seine Talkrunde, wo immer mal wieder so ein Gast dabei sein darf, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, der dann dementsprechend auch fertig gemacht wird. Und Hubert Aiwanger, ja, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, bayerische Wirtschaftsminister, und er ist Landesvorsitzender der Freien Wähler. So. Und da muss man sagen, also prinzipiell, ja, wenn ich derartige Themen anspreche, heißt es nicht, ich vertrete die Meinung von dem oder sonst was. Wir müssen hier nur auf Aussagen eingehen und wie diese Aussagen gerade, ich sage mal, repräsentativ für die Medien dementsprechend ausgelegt werden, wie gerade die Thematik ist und so weiter. Man spricht sogar Hubert Aiwanger in dieser Sendung wie ein Rachegeist war für ehemalige, ja, Interviewgäste, wie zum Beispiel erwähnenswert Frau Dr. Ulrike Giro, die auch einmal bei Lanz dabei sein durfte und die dementsprechend in eine Ecke geschoben wurde. Also wirklich, wirklich gravierend, und selbst vom Moderator selbst. Man müsste ja eigentlich sagen, der Moderator, der hat hier so eine neutrale Rolle, der einfach koordiniert, damit jeder mal zu Wort kommt oder mal eine Frage einwirft und so weiter. Hier dagegen muss ich sagen, es ist so ein bisschen anders gehandhabt. Und apropos Frau Ulrike Gero, möchte ich sagen, dass bei uns auch ein Interview geplant ist. Also wenn du bestimmt Fragen hast, dann schreib es in die Kommentare, dass du sagst, boah, das muss auf jeden Fall sie gefragt werden. Also du siehst hier auf diesem Kanal, da gibt es sehr, sehr viele spannende Themen. Also wenn du neu bist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere die Glocke. Ja, also ist jetzt in Kürze geplant, also kommt dann auch bald online. Also schreib gerne in die Kommentare, welche Fragen du da dementsprechend hast. Jedenfalls möchte ich mal kurz in dieses Interview einen Einblick geben. Ja, so ein bisschen finde ich, ja, meine Meinung, so ein bisschen nach dem Motto, lass uns die kritische Meinung mal fertig machen, okay? Und so gehen wir jetzt mal an die Sache ran und schauen uns das mal genauer an. Herr Aiwanger, wir sind eine Demokratie. Ja, wir haben Meinungsfreiheit, und im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass es diese Demokratie gibt. Und das ist das Schöne. Sie sind schon wieder die Unterstellung. Im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass es eine Demokratie gibt. Ja, so mal kurz die Fassade, die Meinung klargestellt. Die Unterstellung. Dürfen Sie alles sagen, sind, was Sie wollen. Schon wieder ganz infame Unterstellung. Und noch mal ganz kurz, also ich lasse es mal länger laufen. Jedenfalls, was er sagt, ja, Sie dürfen ja auch sagen, was Sie wollen. Nein, warte mal kurz, er lässt Ihnen ja gar nicht sagen, was er will. Oder zumindest darf man heutzutage nicht sagen, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Ja, das ist so die neue Form der... Gut. Indem Sie sagen, im Gegensatz zu Ihnen sind Sie der Meinung, dass die Demokratie... Sie haben ja, ich habe nie gesagt, die Demokratie gibt es nicht. Nein, nein, Sie haben gesagt, wir müssen sie uns zurückholen. Ja, und dann? Wer hat sie denn gerade? Wer hat denn gerade die Demokratie? Die Demokratie muss beim Volk angesiedelt werden, sodass... Nee, aber wer hat sie denn gerade? Wenn sie also, zurück, von wem müssen die sie reine, zurückholen? Die reine staatliche Macht hat natürlich die jetzige Regierung. Und deswegen erwarte ich aber, dass sie, soweit es geht, man kann nicht immer 100% deckungsgleich, aber soweit es geht, die Bevölkerung ernst nimmt. Und das hat man beim Heizungsgesetz nicht gemacht, sondern hat hier ideologisch Dinge aufgetischt, bis hin zum Brennholzverbot in neuen Häusern. Das war aus der grünen ideologischen Mottenkiste. Und als das dann die Heizungsbauern, die Hausbesitzer, die Bürger, die Waldbesitzer gelesen haben, sind die rückwärts umgefallen. Ja, also hier hat er mal kurz dargestellt, warum er der Meinung ist, dass die Demokratie abhanden gekommen ist, weil man eben, und das ist das, was ich sage, also man kann sehr bestimmte Aussagen dann dementsprechend da kooperieren, wenn man nicht im Gesamtbild trotzdem kooperiert. Und hier muss man ja wirklich sagen, das, was ich immer wieder sage, dass die stellvertretende Funktion eines Politikers, dass diese, das betone ich ja immer wieder, sehr, sehr oft nicht mehr gegeben ist. Und das ist doch gerade das Fatale, dass die Interessen der Bürger nicht vertreten werden. Und das ist doch der große Punkt der Demokratie. Und zwar die Stellvertretung des Volkes. Das Volk kann nicht, jeder Einzelne kann sagen, doch, ich entscheide jetzt das oder sonst was, außer man hat jetzt irgendwelche Abstimmungen. Aber im Prinzip hat man sich darauf geeinigt, in diesem Konstrukt der deutschen Demokratie, dass man das Volk durch eine Stellvertretung vertretet, also das heißt, ihre Interessen dann dementsprechend ausführt. Und er sagt, wenn derartige Dinge getan werden, die der Mehrheit des Volkes nicht passen und trotzdem diese
Krise dann weiter durchbringt, dann ist das ja dementsprechend keine Stellvertretung, also auch keine Demokratie in der Form. Und du siehst ja, ein Lanz daneben, so richtig mit den Hufen schon scharrend, so, ja, genau, du darfst ja reden und und dafür kommt natürlich jetzt der große Konter. Man sich nicht wundern, wenn diese Leute dann immer mehr Distanz zu den Regierenden aufbauen. Also wir müssen dieses Gap wieder schließen. Nochmal, Herr Aiwanger. Ja. Ich meine, wir erleben das ja gerade, was genau diese Verrohung der Sprache, wir haben es auch gerade in Paris gesehen, ich will jetzt nicht... Ganz kurz, er will ja gar nicht darauf hören, aber rausgesagt hat er das, die Verrohung der Sprache. Und zwar, was er für Wörter in den Mund nimmt, dass wir jetzt keine Demokratie hätten oder sonst was, absolut geht gar nicht. Und kurz auch Frankreich mit reingeworfen, dieses Chaos, diese Eskalation, wahrscheinlich auch nur die Verrohung der Sprache. Lassen wir ihn mal ausführen. Nicht den Moralischen machen. Und ich gestehe Ihnen völlig zu, dass es... Also Entschuldigung, man muss ja auch... Nicht den Moralischen machen. Ist es nicht gang und gäbe, jetzt gerade den Moralischen zu machen? Eine ganz andere Situation ist, wenn man irgendwo im Bierzelt steht oder wenn man auf so einem Platz steht. Sie haben die Rede, glaube ich, auch gar nicht aufgeschrieben, sondern Sie reden so frei von der Leber. So, auch noch mal kurz. So, es war eigentlich mal aufgeschrieben, ja. Das ist ihm vielleicht einfach nur rausgerutscht. So kurz, so kannst du dich ja hier auch entschuldigen. Genau. Aber das heißt ja übersetzt, dass das etwas ist, was in Ihrem Kopf ist. Sie denken das ja offenbar. Sie denken, dass wir uns die Demokratie zurückholen müssen. Ich erinnere mich an Sätze von, wer war es, Herr Gauland? Lass uns das Land zurückholen. Let's take back control. Das war der Schlachtruf der Leute, die sich für den Brexit so eingesetzt haben. Das ist das Thema von Trump immer gewesen, ohne das jetzt ohne jetzt hier irgendwas in einen Topf zu mischen, ja, bringt er ihn in Verbindung mit bestimmten Persönlichkeiten, die eine negative Konnotation in diesem Zusammenhang haben. Ja, ich meine, Trump, weißt du ja, hier absolut geht ja gar nicht, ja. Und dann mal kurz zu sagen, ja, er äußert auch solche Sprüche. Und das ist ja in seinem wirren Kopf, schleudert ja anscheinend dieser Gedanke umher. Und deswegen muss man ja auf die Verrohung der Sprache, und ich meine, die Verrohung der Sprache, warte, wird die Sprache nicht gerade durch gerade die Regierung verrodet, was da gerade alles geplant ist und so weiter. Also das nur bei mir eingeworfen in den Topf, denn Lanz darf ja auch einiges einwerfen hier. Vergleichen zu wollen, aber ich will nur sagen, die Art und Weise, die Mechanismen sind die gleichen. Alexander Gauland, wir werden sie jagen. Sie sagen, wir werden sie vor uns hertreiben. Alexander Gauland sitzt hier in der Sendung und sagt, Ressentiment ist kein Programm. Hat er recht. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist Ressentiment ein Programm. Die da in Berlin, die haben einen Arsch offen. Was ist denn das für eine Art zu reden? Ja, also mal kurz hier klargestellt, was ist los mit ihm? Ich meine, für einen Politiker gebührt sich das natürlich gar nicht, derartige Dinge überhaupt in den Mund zu nehmen. Ja. Gut, man könnte aber auch sagen, naja, andere Politiker, die sagen andere Dinge, zum Beispiel, ich nehme es jetzt mal einfach frei raus, eine Kriegserklärung, ist das eine Art für das Volk zu sprechen, um dann zu sagen, oh sorry, das ist irgendwie rausgerutscht, ist das besser oder aus dem Volk oder sage ich mal in das Herz des Volkes zu treffen, um zu sagen, also ganz ehrlich, die haben doch einfach den Punkt offen, weil das eben sich jetzt gerade einfach jeder denkt. Ja, aber wir wollen ja hier nichts entschuldigen. Ja, was soll das? Dieser Sprachgebrauch geht gar nicht. Für einen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, also was wollen Sie damit erreichen? Dass das Volk abgeholt wird dort, wo es momentan ist. Die große schweigende Mehrheit. Ja, die Bevölkerung, die dort ist, vom Hausbesitzer bis zum Waldbesitzer, vom Rentner bis zum Polizeibeamten im Zivil, die dort hingefahren sind und nachher samt und die große schweigende Mehrheit, 13.000 Menschen, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sind nicht die große schweigende Mehrheit. Also da stellen Sie sich doch nicht, Sie glauben doch nicht, dass jetzt wirklich die Frage ist, ob jetzt 13 Millionen Bayern, also wenn nicht 7 Millionen dort sind, dann habe ich nicht die Mehrheit hinter mir. Nein. So ist es nicht gemeint. Es gab doch Umfragen. 80% der Bevölkerung lehnen das Heizungsgesetz. Ja, das ist doch völlig unbestritten. Und dann stehe ich als neunter Redner vor 13.000 Leuten bei 30 Grad Hitze. Ich bitte Sie beide mal, Frau Münch, Sie sind wir. Denn das wird natürlich auch ganz gerne aufgegriffen. Ja, 13.000 Leute waren dort dabei. Und das bedeutet natürlich, das ist bestimmt nicht die Mehrheit. Da will ich mal sehen, dass um die 80 Millionen irgendwo auf einen Platz sich dahin manövrieren.
wie stellt er sich das natürlich vor? Ja? Ich meine, dementsprechend, so wie er es auch gesagt hat, da kann ich schon zustimmen, gibt es ja diese Umfragen, ob man den glauben möchte oder nicht. Da gibt es dann diese Statistiken, da gibt es dann Umfragewerte und AfD-Rekordwerte, die aufgrund von Unzufriedenheit dann dementsprechend erreicht werden. Und das kann man nicht abstreiten. Wird aber kurz abgestritten, so, es handelt sich schon wieder nur um die Minderheit. So, ja, aber die, die unzufrieden sind wegen dieses gesamten Heizungssanierungsplans, das ist die Mehrheit. Ja, das wird gar nicht abgestritten. Doch, das wurde gerade abgestritten. Aber gut. Ich wäre nicht hingegangen. Ja, okay, Sie hätten aber hingehen sollen. Vielleicht mal einen Außeneinsatz als Wissenschaftlerin. Schauen, was draußen los ist beim Volk. Ich rede schon mit der Allgemeinheit. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Doch, das ist schon in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ich bin dort von den Leuten und muss die Leute abholen, wo sie sind. Und Sie machen auch da sitzt eine sehr profilierte, anerkannte Top-Politologin. Die aber mir sagt, was ich dort alles falsch mache. Nee, das darf sie doch. Ja, ich ja. Und dann kritisieren ja auch. Darf ich sie auch deutlich derweil machen. Ich habe nur gesagt, Herr Aiwanger. Also jetzt geht es ja richtig rund. Ja? Hier der Lanz mal kurz, nein, da sagt man jetzt nichts dazu. Und wie gesagt, es gibt einen Grund, warum man sich manche Dinge eben nicht anschaut und warum ich mir das für dich jetzt hier zusammenfasse, in der Form, dass man mal erkennt, was hier eigentlich immer wieder ist. Es gibt derartige Dinge, die sehr offensichtlich sind, wie das Verfahren ist. Es gibt aber auch bestimmte Artikel, Berichterstattungen, wo das nicht ganz so offensichtlich ist. Wo man aber danach eine bestimmte Meinung hat und sich fragt, woher habe ich eigentlich diese Meinung so plötzlich? Ja, und deswegen muss man dieses Konstrukt erkennen, das System dahinter. Ja, deswegen gibt es ja auch diesen Kanal oder andere Kanäle, die aufklären, um den Menschen zu zeigen, und jetzt schau weiter, okay? Geh einen Schritt sozusagen weiter in diese Richtung, dass du sagst, oh, heftig, ja, heftig, sowas, das habe ich mir gegeben, da habe ich dann mir direkt eine Meinung geformt. Auch hier, wie ihr sagt, so, ja, die jetzt nicht kritisieren, so, ja, aber sie kritisiert mich, also darf ich doch auch, ja, nee, und da werden wir jetzt mal lauter, und da werden dann drei Leute lauter, damit der eine dann wirklich mal auch leiser wird in der Form, ja? Ohne zu sagen, wir sind jetzt hier auf dieser oder jener Seite, einfach mal dieses ganz oben mal so, ich sag mal, diese Helikopterperspektive mal einnehmen, um zu sehen, was passiert hier eigentlich. Und dieses Konstrukt ja immer wieder, so wie ich es vorher gesagt habe, und eigentlich brauchen wir gar nicht mehr groß noch länger drauf eingehen, denn dieses Momentum reicht. Aber im Grunde muss man sagen, auch mal dieses Konter zu geben, man muss auch schauen, wie solche Sendungen dann ausklingen, ob es sozusagen dann ein Aiwanger ist, der dann sagen kann, so ist es nicht und das ist meine Meinung und irgendwas Episches, das in den Köpfen bleibt. Oder eben ein Herr Lanz oder die Politikwissenschaftlerin, die Anerkannte, da man gar nichts sagen darf oder sonstiges. Strack-Zimmermann würde auch in dem Fall sagen, ja, dann geh doch mal hin hier zu der Rede oder sonst was. Aber sie sagt, ja, da war ich wohl nicht dabei oder Ding. Da wäre natürlich wieder ein absoluter Skandal gewesen, aber jetzt ist es so, ja, muss ja nicht, gell? Also, ja, diese Verdrehtheit, dieses paradoxe Verhalten und sonst was. Deswegen sage ich, hey, mach was aus deinem Leben, mach dich unabhängig von derartigen Dingen, dass so eine Entscheidung alles auf den Kopf stellt, ja? Und du weißt ja, wo du hingehen kannst, gell? Wir haben ein kostenloses Erstgespräch, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Vermögen tun sollst und investieren wirklich mal selbstständig lernen willst. So, das dazu, by the way, ich würde dich bitten, schreib doch gerne in die Kommentare, wie deine Meinung ist. Möglicherweise hast du es gesehen oder diese Ausschnitte haben dir auch schon gereicht und gezeigt, was du da hier verpasst hast, Großes und wie dieses Vorhaben ist. Schreibe mir gerne deine Meinung und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!